Das ist ja das Besondere vielleicht auch an meiner Entwicklung in der DDR. Ich habe dann, wie gesagt, die mittlere Reife absolviert und habe dann eine Ausbildung als Betriebsschlosser in Erkner gemacht. Und dann hatte ich an für sich die Absicht, Schwermaschinenbau zu studieren. Und dazu war notwendig, dass man 2 Jahre den Ehrendienst in der Nationalen Volksarmee absolviert. So. Das habe ich dann auch gemacht und bin am 1.9.1960 in die Nationale Volksarmee eingetreten. Und eigentlich wenig später, das ist also auch so ein Punkt, wenig später habe ich, aus welchem Grund auch immer, ich war also Adlerrest, habe ich für mich entschieden, weil ich auch darauf angesprochen wurde, der Offiziersberuf, das könnte es sein. Und bin dann eigentlich schon nach etwa 8 Wochen, das ging dann also ziemlich schnell nach der Grundausbildung und als ich das erste Mal in Urlaub nach Hause fuhr, habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, du, ich habe mich entschlossen, Offizier zu werden. Und ich sehe heute noch das Gesicht. Sie ist also, ich sage es mal so, dem Herzinfarkt nahe gewesen. Ja? Sie ist also, war also vollkommen aufgelöst und hat mit mir darüber gesprochen, ob ich mir das alles richtig überlegt hätte und ob ich wirklich meine, dass das das Richtige sei. Und ich habe gesagt, ja, mich interessiert das und irgendwo fand ich das toll. Und ja, und wie man als junger Mensch ist, macht man dann ja sowieso das am besten, was man für richtig hält, nicht? Und hört da auch nicht auf irgendwelche Ratschläge, wenn man da nur nicht einen ganz krummen Weg irgendwo geht, nicht? Und das war für mich dann entscheidend. Und da gab es dann das Problem. Vater Offizier gewesen und ich wurde da, ja, musste eine Aufnahmeprüfung machen und eine sogenannte Kommissionierung. Und da wurde dann schon hinterfragt, wer war denn Ihr Vater und wie kann denn das sein? Und dann habe ich das so gesagt, so beschrieben, wie es war. Und sicherlich hat man in allen möglichen Akten, auch über die Stasi und über sonst irgendwas, hat man versucht, da was rauszukriegen. Aber es stand ja der Name Sturm im Raum. Und da hat man nach Sturm gesucht und nicht nach dem Namen, und den habe ich auch nicht angegeben, den ich da gehört habe, Heinz Langmann, weil das für mich erledigt war. Der lebte nicht mehr. Man hat nach dem nicht gesucht, ganz einfach. Und dann bekam ich 6 Wochen, nee, 4 Wochen später erst, alle anderen bekamen sofort Bescheid, angenommen oder nicht. Und dann ich nicht. Ich konnte also nach Hause fahren und 4 Wochen später bekam ich dann den Bescheid, dass ich da angenommen bin. Weil ich mit angegeben hatte, dass mein Vater mit einem Generalleutnant Müller zu tun hatte. Und dieser Generalleutnant Müller war zu DDR-Zeiten, der war also, es gibt einen, der war ins Nationalkomitee Freies Deutschland übergelaufen, Vinzenz Müller, und war zu DDR-Zeiten dann in den ersten Jahren des Aufbaus der Armee Chef des Hauptstabes in der Volksarmee. So, und dass das nicht der gewesen ist, sondern ein anderer, es gibt einen Friedrich Wilhelm Müller auch noch, Es gibt einige Müllers. General der Infanterie, der ist ja auch dann, wie ich heute eben weiß, der ist dann, weil mein Vater ja da auch einiges auf dem Kerbholz hatte, der war zum Schluss also Oberkommandierender der Heeresgruppe Nord und der 4. Armee in Ostpreußen. Der ist ja dann 1947 vor Gericht gestellt worden und in Griechenland hingerichtet worden, auch wegen seiner Geschichten auf Kreta und anderswo. So hing das also zusammen, dass ich Offizier werden konnte. Sonst mit dem normalen Namen und dem, was ich auch heute über die Geschichte meines Vaters weiß, wäre ich nie Offizier geworden. Das ist klar. Das heißt, das Konstrukt Ihrer Mutter ist damals nicht zusammengebrochen. Sie hat Nein, selbst nein. die Überprüfung durch die Richtig. NVA und wahrscheinlich auch die Und auch durch die Staatssicherheit Staatssicherheit überstanden. hat überstanden. Genau. Hat überstanden und ich bin also immerhin dann bis zum Stellvertreter eines Regimentskommandeurs geschafft und zum Schluss Leiter eines Wehrkommandos in Berlin. Ja. Wie lange waren Sie bei der NVA? Bis 1990 und bin dann auch ohne Herabstufung im Dienstgrad übernommen worden. Und habe dann noch bis 1992 in Berlin das Großamt aufgebaut, das Kreiswehrersatzamt Berlin.